Ja, grüß euch, da gibt es wieder einen Live-Bericht. Wir sind heute in der Früh in Psarau aufgebrochen, und zwar um 4 Uhr war Tagwache und sind dann um Viertel nach 4, glaube ich, 4.20 Uhr sind wir dann letztendlich haben wir also abgelegt und sind aus Psarau raus und haben dann mehr oder weniger unmittelbar vor dem Hafen auch Segel gesetzt. Es geht wieder schön langsam zurück Richtung Lavrion, dem Ausgangsort, wo wir gestartet sind. Das heißt, wir queren gerade hier die zentrale Gehs von Psarau Richtung Südwesten in die Straße von Kaffereas zwischen der Insel Evia und Andros. Und auf der Insel Andros haben wir heute auch unser Nachtquartier ausgewählt. Das heißt, wir werden noch in einer Bucht ankern, sozusagen am nördlichen Ende, also auf der Südseite, aber am nördlichen Ende der Insel, haben wir noch eine Ankerbucht ausgewählt, wo wir ankern werden. Ja, das können wir uns da ganz kurz auf der Karte anschauen. Da sieht man die Insel Psarau. Und da geht es dann Richtung Südwesten, eben in die Straße von Kaffereas. Und hier ja, und in der Straße von Kaffereas, da befinden wir uns gerade, diese Passage, das sind ca. 50 Seemeilen, also etwas mehr, aber ja, 50, 55 bis 55 Seemeilen, sowas sind diese Passage. Wir haben günstigen Meltemi, das bedeutet, wir haben die ganze Zeit während der Passage zu 90% Nordwind gehabt. Und Nordwind mit 5 Windstärken, also super angenehm zum Segeln. Das heißt, das ist ein Raum, ein Halbwindkurs, Halb- bis Raumwindkurs, eher Halbwind. Jetzt hat der Wind ein bisschen nachgelassen, jetzt sind wir da bei den 4 Windstärken. Die Sonne scheint und wir fahren durch die Straße von Kaffereas durch auf einem raumen Kurs und werden dann in ca. 12 Meilen sowas unser endgültiges Ziel erreichen. Ja, das können wir uns kurz anschauen, wie das da draußen ausschaut. Ja, da befinden wir uns in der Straße von Kaffereas, da geht es nach Norden hinter uns, da kann man einen großen Frachter sehen. Der gesamte Frachtverkehr, der sozusagen in die Ägäis fährt, jetzt in die mittlere und nördliche Ägäis, das heißt nach Thessaloniki zum Beispiel und auch in die Türkei und dann weiter ins Marmara-Meer und eben nach Russland und Ukraine und so weiter im Schwarzen Meer bzw. Rumänien und so weiter, die fahren alle hier durch. Ja, hier im Osten ist die Insel Andros und hier auf dieser Insel werden wir über Nacht auch bleiben. 12 Meilen, wie gesagt, haben wir noch, da geht es nach Süden. Und hier auf dieser Seite ist die Halbinsel Evia. Da sieht man auch schon den nächsten Frachter kommen. Mit den Ladekränen oben drauf. Hier fährt noch einer. Und am Horizont sieht man noch ein paar, die kann man aber am Video vermutlich nicht erkennen. Ja, wie man auch sehen kann, das Meer ist auch bewegt. Ist aber recht angenehm. Wir haben da jetzt gerade eine Wellenhöhe von, naja, etwas über einen Meter haben vielleicht. War schon mehr heute, aber hier im Land wird es dann insgesamt immer ein bisschen schwächer. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Live-Bericht gibt. Vielen Dank.